Hallo, hier ist Boris von You Can Do. Ich möchte euch mal kurz die aktuellen Spiele-Highlights im Mai für Tablets, Smartphones und natürlich für Spielekonsolen vorstellen. Das absolute Highlight im Mai stellt ohne Zweifel die letzte Reise von Abenteurer und Schatzjäger Nathan Drake dar. Uncharted 4 für die PlayStation 4, ein Exklusivspiel, punktet mit unglaublich tollem Spielablauf, wahnsinnigen Charakteren und einer Optik, wie man sie so bisher auf Konsolen noch nicht erleben durfte. Die Landschaften, die Figuren mit wahnsinnigen Details wie Bartstoppeln, Schweiß, kleinen Falten an den Augen. Es ist wirklich unglaublich fantastisch gemacht. Dazu kommt ein atemloser Spielablauf, der euch ständig irgendwie bei Kette hält, was zu machen, geil spannende Sachen zu erleben. Ich möchte auch nicht zu viel verraten, aber Nathan und seine Protagonisten, die Freunde, die er noch trifft im Spiel, die mit ihm das Abenteuer durchleben, das ist wirklich absolut fantastisch. Ich bin jetzt beim zweiten Durchlauf und bin mir sicher, das wird ein großer Contender für Spiel des Jahres werden, auf jeden Fall in die engere Auswahl kommen. Kann ich das nur wärmstens ans Herz legen. Hat auch einen ganz witzigen Mehrspielermodus, wo ihr euch mit Fremden so ein bisschen balgt auf großen Maps und so ein Seil benutzen könnt, um euch zu schwingen von einem Felsen zum anderen. Das ist ganz toll integriert, auch in den Spielablauf der Hauptkampagne. Klasse gemacht. Müsst ihr euch wirklich angucken, besonders wenn ihr eine PS4 habt, ist das die erste echte Killer-Application für die Konsole. Heißt, für das Spiel lohnt sich die ganze Hardware. Einfach atemberaubend. Ich war total verzückt. Obwohl es die letzte Reise von Nathan ist, hat das Entwicklerstudio Naughty Dog da eine absolute Glanzleistung abgeliefert. Das ist wirklich für Abenteuerfans, für Actionfans. Der Schwierigkeitsgrad ist toll variabel. Auch Einsteiger können das so einstellen, dass es ganz easy ist und die Actionsequenzen sehr einfach, die man dann sogar überspringen kann. Ein ganz tolles Feature, an das nur wenige Spielehersteller denken, ist, dass ihr das Spiel auch zocken könnt, wenn ihr eine Behinderung habt. Also wenn ihr zum Beispiel nur eine Hand richtig benutzen könnt, lässt sich das extra in den Optionen anpassen. Auf Anregung von einem Spieler hat sich das Studio da ganz tolle Gedanken gemacht. Gibt es wirklich ganz selten in der heutigen Zeit und das verdient zusätzlich zum wahnsinnig tollen Spiel noch einen extra Applaus. Leider muss man wie immer auch mal aufhören zu zocken und sich von der Konsole lösen. Aber dafür gibt es bei Uncharted eine ganz tolle Lösung. Zum Beispiel könnt ihr euch die Uncharted-App Uncharted Fortune Hunter runterladen für Smartphones und Tablets. Und das ist im Spiel so ein bisschen in der DNA von Lara Croft Go und Hitman Go. Also ihr steuert Nathan mit Fingerzeig auf Karten, dürft nur eine vorgegebene Anzahl von Zügen benutzen, um kleine Rätsel zu lösen und ganz wichtig, Kisten zu öffnen. Sully erklärt euch das alles so ein bisschen, euer elterlicher Sidekick ist ganz nett gemacht. Aber der beste Kniff ist, dass wenn ihr so Kisten findet und die öffnet, könnt ihr für den Mehrspielermodus von Uncharted 4 auf der PlayStation 4 Gegenstände freischalten. Also zum Beispiel Hüte, neue Klamotten, verschiedene Farben für eure Ausrüstung. Ist wirklich klasse gemacht, eine ganz tolle Motivation. Unheimlich spaßig, das Spiel ist auch recht kurzweilig, hat ein paar knuffige Anlehnungen an den großen Bruder und kann ich euch für unterwegs, wenn ihr mal gerade nicht vor der Konsole seid, nur wärmstens empfehlen. Das dritte Highlight im Mai ist wieder ein Konsolenspiel und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles Mutanten in Manhattan. Das wilde Actionprügelspiel aus dem Hause Platinum Games zeichnet sich natürlich erstmal durch die witzigen Charaktere aus, die alle kennen, also die Turtles, Shredder, Bebop, Rocksteady. Alle tauchen dann natürlich irgendwie auf. Ihr prügelt euch wild mit denen, es gibt tolle Kampfmanöver. Ist alles ein bisschen hektisch, man braucht einen Augenblick, um reinzukommen, aber schon auf die Einstimmung auf den neuen Film, der im Sommer läuft. Eine super Idee. Spiel und Film haben aber nichts miteinander zu tun, außer die Turtles. Wirklich sehr nett gemacht, sehr putzig. Ganz nette Zwischensequenzen, alles ein bisschen Zeichentrickstil. Also der Film geht ja mehr so in die CGI-Richtung. Und bei uns auf der Seite findet ihr den Spieletrailer, den Trailer zum Film. Und es gibt auch eine Verwandlungssequenz von Bebop und Rocksteady aus dem Film. Das ist wirklich sehr beeindruckend gemacht. Mehr Infos zu den hier vorgestellten Spielen findet ihr auf o2online.de/blog. Ich bin Boris von You Can Do und wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder mit den Highlights im Juni.